Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Ja, liebe Fans der Gemeinwohlökonomie, die Gemeinwohlökonomie ist deswegen auch so schnell bekannt geworden, weil sie irgendwie auch alle Träume und Fantasien der sogenannten unrealistischen Linken bis hin zu den Linksextremisten so erfüllt, so endlich können wir es mal den Reichen, den Fähigen, den Eliten, den Kompetenten zeigen und das sozusagen ist natürlich die falsche Strategie und ich habe jetzt hier mal so ein paar Artikel, die man so auf die Schnelle findet. Ich blende sie Ihnen jetzt nicht direkt ein, sondern habe sie auf einem zweiten Bildschirm, weil ich gar nicht weiß, ob es da rechte Probleme gäbe. Und so werde ich nur mal einzelne Worte daraus mal so erwähnen. Hier Focus Online, da geht's noch ganz sanft zu. Freiheitsfalle Gemeinwohlökonomie, ja. Also das heißt, es läuft nichts anderes ab als im Kindergarten. Die Gemeinwohlökonomie, die ja wie die Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO den gleichen vernünftigen Grundansatz hat. Der vernünftige Grundansatz von Felber ist ja, Steuervorteile und andere finanzielle Vorteile für Firmen, die uns Gutes tun, und finanzielle Nachteile eher für Firmen, die uns nicht Gutes tun, ja? Und das ist ja der gemeinsame Grundgedanke aller Gemeinwohlwirtschaftsformen, ja? Und aber stattdessen, wenn ich dann lauter unrealistische linke Aspekte des Hasses und des Wutes und des Zornes auf die Reichen, die Fähigen, die Eliten und so weiter und also das Ganze aus der Versagerperspektive aufziehe, und quasi so sehe, jetzt packen wir da auch noch in die Gemeinwohlbilanz alles rein, was diese Schweine großen Firmen irgendwie schädigen kann, Gehälterbegrenzung, Unternehmenszerschlagung, was auch immer. Wir packen ja Finanzierung der ganzen dritten Welt durch deutsches Geld, durch das Geld der deutschen Unternehmen und so weiter. Wenn ich das also so überfrachte, solche, ja, auch alle weltsozialistischen Träumereien damit reinpacke und so quasi, ja, ach, die deutschen Unternehmen, das sind ja alle so unendlich reich und denen müssen wir nur alles wegnehmen und es auf die Welt zerstreuen und dann wird ja alles ganz toll und so weiter. Ja, das führt dann halt im Sandkasten unter den Kindern dazu, dass dann von der Gegenseite natürlich jetzt, die so angegriffen und getreten wird ans Schienenbein, dazu, dass die jetzt nicht mehr den guten Kern erkennt, nämlich dass es allen Menschen nutzen würde, auch allen Unternehmern und ihren Kindern und Enkelkindern und Urenkelkindern sehr viel nutzen würde, wenn jede Firma danach von den Anreizen her belohnt würde, je mehr sie Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden positiv fördert. Und wo sie das nicht positiv fördert, gibt's halt Steuernachteile oder generell Nachteile bei den sogenannten Verdienstzuschüssen, was ja eher die Wortwahl der Gemeinwohlwirtschaftsordnung ist, ja, GWO. Ja, und ich guck mal noch, was hier so, ich überfliege mal hier, ja, also Focus Online, ja, die Betonung, ja, der Artikel ist also noch relativ milde, aber dann kommen so Worte wie Vorsicht Falle, ja, also was zunächst harmlos anmutet, hat einen harten sozialistischen Kern. Ja, das ist der Punkt. Das sind aber eigentlich nur die Beimengungen. Der Kern ist vernünftig. Der Kern ist, Firmen, die Gutes tun, werden stärker finanziell belohnt als
arbeitende Menschen, die uns nicht Gutes tun. Das gilt dann auch für Behördenmitarbeiter und so weiter. Ja, also für jeden, der arbeitet. Wer uns Gutes tut, bewiesenermaßen, und die GWO schlägt ja vor, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner alles Arbeitenden zu erfassen und finanziell zurückzumelden, wodurch wir eben nicht den Fehler machen, dass wir Wettbewerb und Leistung und alles abschaffen, sondern wir belassen das sinnvollerweise alles dabei. Aber ja, und da steht eben jetzt dann, ja, also hier, Vorsicht, dieser harte sozialistische Kern, der macht also die dunkle Seite der Macht, ja, da wird also dann eben ganz klar einfach nur im Sandkasten zurückgetreten. Es wird nicht auf den Kern eingegangen, sondern auf die unrealistischen Linken, Beimengungen der unrealistischen Linken eingegangen und dann einfach nur zurückgetreten, ne? Und so nach dem Motto, das verbirgt sich in Wahrheit hinter der uns alle schädigenden Gemeinwohlökonomie. Und damit ist aber auch dann die Sache erledigt, denn was in Focus Online so klar da steht, bedeutet, dass kein politischer Entscheider das mehr wird umsetzen können und dürfen. Bei der Die Presse, wie steht hier, www.diepresse.com, Die Presse, ein Wort, ja, ich glaube schon. Und da steht es schon noch mal deutlicher: Ein Wegweiser in die Armut und ins Chaos. Jetzt sind wir also wieder im Sandkasten und es wird nicht das Gute gesehen, nämlich dass wer uns Gutes tut, belohnt wird finanziell. Ein ganz vernünftiger, naturwissenschaftlich das einzig vernünftige Ergebnis, dass wir dann nur noch kombinieren müssen. Die zweite Kombi ist ja, dass wir das kombinieren müssen damit, Leute, wir müssen alle eine völlig neue Gesprächskultur parallel einführen, nämlich sagen Sie uns, wo wir uns irren. Ich lade Sie jetzt also, liebe Zuschauer, ein, rufen Sie bei uns an, sagen Sie uns, wo wir uns irren. Na? Denn nur so kommen wir dazu, dass dann hoffentlich, ich weiß es nicht, am Ende eine bestimmte Kombination aus der Gemeinwohlökonomie und der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, dann auch für alle Unternehmer erkennbar als die Weltrettung übrig bleibt, die gleichzeitig dann auch Deutschland noch ein jährliches Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich ermöglicht und so weiter. Also das heißt, da könnten wir noch mal die ganze Erde retten, die ganze Welt retten, alles noch mal ins Positive bringen. Aber stattdessen hat die Gemeinwohlökonomie im Sandkasten allen Fähigen und Unternehmern und Wirtschaftsleuten und Wirtschaftsentscheidern, den Entscheidern dieser Gesellschaft, die ja dieses Land lenken. Ja, wir brauchen ja, die Bürger kriegen ja erst etwas in der GWÖ-GWO-Kombi zu sagen, zum Beispiel durch die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung. Da kriegen wir Bürger dann das Sagen über die Welt, ja? Aber im Moment haben das Sagen über der Welt die Wirtschaftsentscheider. Und was die, wenn die im Sandkasten gestimmt sind auf Zurücktreten und ans Schienenbein treten, dann ist die Sache halt vorbei. Und deswegen stagniert ja auch seit vielen Jahren die politische Umsetzung der Gemeinwohlökonomie, weil man sowas nicht umsetzen kann. Man kann nicht unrealistische linke Träume umsetzen. Das geht nicht. Ja, man kann nur etwas Wirtschaftsfreundliches umsetzen. Und das ist eben nur die GWÖ-GWO-Kombi. Und das ist sozusagen das sozialistischste, kommunistischste, marxistischste, was diese Welt, was jemals funktionieren kann. Ja?
Und dann sagen, jetzt antworten sofort wieder die, weil sie ja gar nicht wissen wollen, wo sie sich irren, die unrealistischen Linken, nein, wir schaffen es doch, wir schaffen die Revolution doch noch und wir machen das doch alles und so weiter, ja. Ja, und dann steht hier was von, also Warnung vor den Fantasien eines Wolfes im Schafspelz. Ja, sein kuscheliges Modell einer Gemeinwohl wird für sein scheinbar kuscheliges Modell. Ja, hier geht's um Kindergarten ans Schienbein treten. Ja, Felber verkauft dieses biedermeierlich anmutende Idyll. Und aber Achtung, hier ist ein kommunistischer angehauchter Revolutionär am Werke und so weiter. Ja. Und das ist eben leider, wenn man sich die Zustimmung der unrealistischen Linken dazu holt, hat das halt den Preis. Man müsste jetzt also blitzschnell bei der GWÖ sagen, ja, es ist schön, dass uns die unrealistische Linke geholfen hat, bekannt zu werden. Wir rudern jetzt aber zurück und sagen hier, wir kombinieren uns jetzt mit der und diskutieren mit der Gemeinwohlwirtschaftsordnung und machen die GWÖ-GWO-Kombi. Und dann, liebe Wirtschaft, jetzt müssen Sie uns das Ganze nochmal neu beurteilen, denn jetzt ist es wirtschaftsfreundlich und wir treten Ihnen jetzt nicht mehr ans Schienenbein und jetzt können wir uns alle an einen Tisch setzen. Jetzt gestalten wir die ideale Menschheitszukunft neu. Ne? Ja, und so weiter. Ich lese jetzt gar nicht mal vor, aber hier so... Also auf jeden Fall wird hier natürlich dann ganz klar gesagt, da geht die Welt unter mit der Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Ja, sondern die Warnung vor Wölfen im Schafspelz und ihren Sirenentönen, da wird ja angespielt auf Odysseus und die Sirenen, die dann einen in den Untergang locken. Ja, dann gehe ich mal weiter. Und dann hier, wer schreibt das jetzt hier? Der Tagesspiegel, berühmte Berliner Zeitung, mit denen ich auch schon oft telefoniert habe und die auch schon mit einem unserer Professoren telefoniert haben lange. Ja, dieses Buch von Christian Felber, verkauft esoterische Gemeinplätze als revolutionäre Ideen, eine Persiflage. Also hier wird ja auch wieder nur im Sandkasten mit gegen das Schienbein getreten. Es wird gar nicht der ernsthafte Ansatz, der Kern, Steuervorteile für die uns Gutes tun, gar nicht aufgegriffen, sondern es wird einfach nur zurückgetreten hier, dass der Felber halt spinne und so weiter. Das mehr oder weniger steht das da so, ja. Eine weitere Schwäche dieses Buches und so weiter. Ne? Also das heißt, gesinnungsethische Kritik, ja. Also was bleibt nach der Relektüre? Allgemein, banale Allgemeinplätze, ja, und so weiter, ja. Und das ist halt, wenn man wie ich immer so schön sage, mit dem Feudel, großen Feudel rumläuft, alle Träumereien der unrealistischen Linke aufwischt und in seine Gemeinwohlbilanz mit einfügt, anstatt knallhart Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand alles Arbeitenden zu erfassen und sozusagen danach die finanziellen Belohnungen gezielt auszuschütten. Ja, und dann hier, was ist das hier, warum Gemeinwohlökonomie nicht funktionieren kann, Definition von Gemeinwohl, ja, das ist eben, ja, also bei uns ist ja ganz einfach, Wohlfühlen, Gesundheit, ich entscheide, wo ich mich mit wohlfühle, also das ist dann definiert durch die Rückmeldung von 60 Millionen, bis zu 60 Millionen Wahlberechtigten, die mit der Wohlfühlstimme rückmelden, wenn sie sich unwohl fühlen und wenn sie sich wohlfühlen, an den Bundeswahlleiter rückmelden. Und das ist die einzige gültige Definition von Gemeinwohl, denn das, was angeblich Felber vorhat, nämlich dass er da irgendwelche Konvente macht, die darüber entscheiden, was Gemeinwohl sein soll, das ist natürlich klar. Jeder Mensch
Nur jeder einzelne Mensch kann ja sagen, jetzt fühle ich mich wohler als vorher, jetzt fühle ich mich weniger wohl als vorher. Also ist das Gemeinwohl immer nur die Summe, kann immer nur die Summe der Rückmeldung des individuellen Wohlfühlens von bis zu 60 Millionen Wahlberechtigten sein. Und etwas anderes kann niemals das Gemeinwohl sein. Ja, und da ist, wird das also kritisiert. Und zwar ist das ja, glaube ich, der Text, ist das der Text der österreichischen Wirtschaftskammer, vermute ich. Gemeinwohlökonomie am Prüfstand. In Deutschland würde man sagen, auf dem Prüfstand. Eine umfassende und kritische Analyse. Wirtschaftskammer Österreich. Also die kommen eben auch zu einer vernichtenden Aburteilung der Gemeinwohlökonomie eben, aber die blicken auch nur auf die unrealistischen linken Beimengungen und nicht auf den gesunden Kern des Ganzen. Ne? Und zurück zum Artikel, was ist jetzt hier? Da bin ich wahrscheinlich wieder bei Focus Online. Vollgeldinitiative, da wird dann auch wieder sehr geschimpft, ja. Karl Marx und sofort geschimpft, Vollgeld, ja. Ja, und das ist eben auch wieder, ich fasse es mal kurz zusammen, hier eine spezielle Allianz der Weltverbesserer, ja, so John Ziegler, Kommunist, ja, Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, Doktrin. Hier geht es also wieder um Kindergarten und an Schienbein treten. Geldkonventen träumt, von Geldkonventen träumt, ja. Eugen Trevermann, Finanzkapitalismus, Kapital und Christentum und Max Otte, der jetzt ja gerade, habe ich eben gelesen, rausgeschmissen wurde aus der CDU wegen seiner nicht genügenden Entfernung von der AfD, ja, und so weiter, Hambacher Fest und so weiter, ja, also wird hier also noch die rechtsradikalen Keule auch an das Ganze geknüpft, ja. Und dabei ist es ganz einfach. Diese ganzen Geldüberlegungen sind alle natürlich völlig unrealistisch. Das sind wieder Träumereien der unrealistischen Linken, der, ja, die hier Weltverbesserer geschimpft werden, ja. Und dabei ist es ganz einfach. Man muss es einfach so machen, dass der Staat immer nur die Einlagen der Sparer rettet, aber niemals mehr eine Bank. Ja, und dann ist es ganz einfach, wenn die Banken zu viel Kredite rausgeben und dann nicht hinterherkommen, weil die Kredite ausfallen und irgendwo dann pleite gehen, dann sollen sie doch pleite gehen. Und dann werden auch alle diese Banker abgestraft, weil jeder in der Branche weiß, die haben die Bank in den Abgrund geführt, ja. Und deswegen sind die dann für ihr ganzes Leben abgestraft genug, ja. Und ich brauche nichts am Geldsystem rumzudoktern und rumzuändern, was gar nicht nötig ist, sozusagen. Ich brauche doch nur klar zu machen, dass der Staat nur noch irgendwelche Einlagen von Sparern rettet, aber niemals mehr die Bank selber. Das Pleitegehen wird nicht mehr gestoppt, ne? Und damit ist das Problem ja vom Tisch. Ja, und dann Deutschlandfunk Kultur über Christian Felbers Buch This is not Economy, der beleidigte Wirtschaftsrevolutionär, ja, und so weiter, ja, und dann wird hier eben auch wieder hergezogen über Christian Felber und kluge Gedanken verlieren sich in Gekränktheit, so wird das nichts mit der Revolution. Ja, und so weiter. Ja, also, und das ist ja eben Deutschlandfunk, ja, und wer sich so in Deutschlandfunk Kultur, wer sich überall in allen großen Medien so viel Hass auf sich zieht, das war's dann halt, ne? Und, ja, und hier wird auch nochmal eine sachliche Kritik, die Anreizfunktion des Wettbewerbs, die wird erst gesagt, dass natürlich bei der Postwachstumsökonomie von Nico Pech natürlich die richtigen Anreize fehlen, überhaupt
um zum Beispiel die Konsumsuchtentwicklung und den Überkonsum überhaupt sinnvoll stoppen zu können. Aber genauso wird hier auch der Gemeinwohlökonomie vorgeworfen, dass sie wegen dieser unrealistischen linken Beimengungen zu viel Aspekte des Wettbewerbs weitgehend stoppen würde. Dann wird auch erwähnt, hier Gehälterdeckelung, Gewinn und Einkommen als lenkende Faktoren weitgehend abzuschaffen, ja. Bedeutet, dass das ganze Land verarmt, ja. Das bedeutet auf kurz gesagt, dass das ganze Land verarmt. Und deswegen, jetzt gibt's nur eine Chance zu sagen, super, dass die unrealistische Linke uns allen geholfen hat, dass wir weltbekannt geworden sind mit der Gemeinwohlökonomie, aber jetzt müssen wir uns an den Tisch zusammensetzen und mit der realistischen Linken sprechen, ne? Und müssen jetzt sozusagen an den Punkt kommen, dass wir ganz klar sagen, wir müssen jetzt sagen Sie uns, wo wir uns irren mit unserer Gemeinwohlbilanz. Und das gibt dann ganz lange Gespräche, wo wir ganz klar genau beschreiben können, wo die Eigentore und Irrtümer der GWÖ sind. Und dann kann die GWÖ mit der GWO-Kombi, also GWÖ-GWO-Kombi, an die Öffentlichkeit treten. Dann haben wir eine Chance. Dann können die quasi können wir versuchen, die Ebene der Schienbeintretereien im Kindersandkasten zu beenden. Ja, und dann haben wir da eine Möglichkeit. So. Und jetzt suche ich hier wieder gehe dann wieder hier hin auf den Livestream. Ich gucke mal im Chat. Ich gucke noch mal hier, ob da noch was steht, denn ich habe ja jetzt hier zwei Chats zur Auswahl, ob da noch irgendwas ist. Ich habe den Fehler gemacht, den einen nicht zu schließen. Nee, aber in beiden ist nichts. Also, tschüssi, liebe Aufzeichnungszuschauer.